So, willkommen zurück zur Walfänger-Folge Nummer, keine Ahnung, wie viel sind wir, irgendwo in den Mitte 40ern ist das jetzt. Bei Anno 1800 mit ein paar toten, was sind das eigentlich für Wale? Sind das Finnwale? Ich meine, sie sind Eine blau. Krankheit ist ausgebrochen. Sie sind blau und ich nehme aber nicht an, dass das wirklich Blauwale sein sollen, weil in der Arktis sind ja gar keine Blauwale unterwegs. In der Arktis sind meines Wissens gerade so Finnwale und sowas unterwegs, aber irgendwie sehen sie schon ein bisschen aus wie Blauwale. Jetzt unabhängig von der Färbung. Aber wie gesagt, Blauwale sind noch in der Arktis gar nicht unterwegs. Aber ich bin jetzt nicht so. Was für eine Richtung ist es? Biologisch unterwegs? Oder Biologe? Oder Meeresbiologe, genau. Ich bin jetzt kein so ein Meeresbiologe, um das 100% einschätzen zu können. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen beschleunigen, damit die Polarwächter auch ausgebildet werden. So, dann werden wir die Rentierjagdhütte hochziehen. Ebenso die Pemmikan-Produktion. So, in Ground Falls hatte ich auch eine Krankheit, gar nicht mitbekommen. So, wir hauen hier das weitere Holz raus. Dann, Moment, dann werden wir aber jetzt zur Sicherheit hier mal 10 davon mitnehmen und schicken den mal zur nächsten Gasinsel, damit ich mir die auch sichern kann, damit der George Schmidt kein Gas bekommt. So, wir haben uns in der Familie darauf geeinigt, das ist nur, hör ich mal vor. Und die Kinder können sich dann später überlegen, was sie gerne möchten. So, ja, okay, das ist natürlich auch eine wunderbare, einfach ein schöner Kompromiss. Mal so, dann hat jeder ein Jahr das, was er möchte. Und die Kinder, ja, wie du sagst, die können dann irgendwann selber entscheiden, was sie am schönsten finden. Das finde ich gut. Holzschmuck, oh ja, Gotchi, Holzschmuck hatten wir auch sehr viel. Schön so, so kleine Weihnachtsmänner, Schneemänner oder irgendwie so Zeug, das hatten wir auch. Das hatten wir auch. So. Ja, das frage ich mich manchmal auch. Weiß ich nicht. Bevor du dich überall breit machst, denk dran, was wir besprochen haben, ja? Oh, du hast aber ein paar dicke Dinger. Und das Lametta war tatsächlich was, was wir nicht hatten. Lametta hatten wir keins. Da hat sich, glaube ich, meine Mutter einfach verweigert. Und deswegen habe ich das nie schätzen und lieben gelernt, sondern ich finde es eher ein bisschen unpassend, Lametta, wenn ich ehrlich bin. So, wie schaut es mit der Krankheit aus? Okay, sie wird geheilt. Wunderbar, dann läuft hier ja alles. Dann können wir den hier jetzt auch noch hochziehen. Ja, natürlich, früher war Lametta richtig in, aber wie gesagt, bei uns nicht. Oh, das Haus ist kaputt gegangen. Früher, das weiß ich. Ja, da gebe ich dir recht. Früher war richtig viel Lametta. Wir können doch hier, glaube ich, auch noch ein Haus hinpflanzen. Oder ja, genau, natürlich können wir das. Das ist schon aus Umweltgründen, glaube ich. Nee, einfach aus ästhetischen Gründen, glaube ich, heutzutage nicht mehr so viel. Nee, wie gesagt, Lametta habe ich so nie. Also klar habe ich Bäume mit Lametta gesehen, aber bei uns zu Hause gab es kein Lametta. Darauf wollte ich hinaus. Deswegen habe ich das nicht kennen und in Anführungsstrichen lieben gelernt. So, wir brauchen übrigens mehr Häuser, weil wir nämlich zu wenig Arbeitskräfte haben. Hier können wir aber noch ein bisschen was platzieren. Auf der anderen Seite von der Straße. Wird ja aber schlecht platziert. Das ziehen wir runter. Aber meinst du wirklich Bleilametta? Kommst du aus der DDR? Beziehungsweise, Moment, doch, du müsstest alt genug sein. Okay, alles klar. Ich hatte, also ich persönlich habe keine direkte Verwandtschaft da, aber die Cousine meiner Mutter kam, / kommt aus Eisenhüttenstadt. Sie lebt dort aber nicht mehr. Deshalb war ich auch schon, ich glaube, wir waren
Wir waren, glaube ich, direkt nach der Wende waren wir dort. Das erste Mal. Da war ich noch recht jung, aber wir sind hingefahren. So, okay, Krankheit ist hier besiegt. Pemikan-Produktion läuft jetzt auch auf Hochtouren. Das heißt, ich könnte doch jetzt rein theoretisch das erste Luftschiff hochschicken. So, Pemikan, genau, haben wir jede Menge da. Kohle haben wir auch. Moment, ich produziere 8 Kohle. Brauche 4, warum produziere ich plötzlich 8 Kohle? Ist ausgebrochen. Produziert etwa... Ach verdammt, jetzt habe ich hier oben auch... Oh, und hier ist keine Polarwacht. Ach verdammt. Hier ist warm genug. Ja, das ist schön, dass hier warm genug ist. Hey, wir diskutieren so wunderbar über Weihnachtsbäume, währenddessen rauchen wir meine Siedlungen ab, weil ich keine Versorgung habe. Und hier habe ich jetzt kein Holz. Erwarte neuen Kurs. So. Jetzt habe ich Holz. Polarwacht bitte. Okay, dann können wir das jetzt heilen. Also Loriot sagt mir was, ja, aber der Opa Hoppenstedt, den Sketch kenne ich dann nicht. So, Moment, jetzt mal kurz Konzentration. Also, wir können ja jetzt ein Luftschiff, wir nehmen jetzt einfach das. Seeschwamm, wieso nennt man Luftschiff See, egal. Einfach nicht drüber nachdenken. So, Pemmikan und Kohle, genau. Schiff hinzufügen, Seeschwamm. Annehmen. So, du bringst jetzt die ersten Materialien dann mal hoch und wenn die dann angekommen sind, dann müsste ich hier natürlich auch noch Bretter und Co. hochbringen. Ist die Zwickzange denn schon wieder angekommen unten? Wir schauen mal nach. Wir schauen mal nach, ob die müsste doch schon längst wieder angekommen sein. Nein, ist sie nicht. Wo ist meine Zwickzange? Die ist nicht hier. Wo ist die? Ach, verdammt. Ich glaube, die habe ich gar nicht runtergeschickt wieder, weil die ja an King William Island angehalten hat. Genau. Ja, dann hau mal das Zeug hier raus und fahr jetzt mal schnell wieder nach Hause. Brauche mehr Material. Die Epidemie wurde besiegt. So, das ist bei in euren Kreisen Dauerbrenner wie Dinner for One. Ja, Dinner for One ist bei uns auch ein Dauerbrenner. Jetzt fühlst du dich alt? Naja, gut, wir haben zwar noch nie drüber geredet, wie alt du bist, Kotschi, aber so viel älter als ich bist du dann jetzt wahrscheinlich auch nicht. Und dass wir nicht mehr die Jüngsten sind. Na gut, Viper ist noch ein bisschen älter wie wir, das hat er mir ja der letzte gesagt, aber jung sind wir nicht mehr. Wir sind noch nicht alt. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel älter du bist oder vielleicht bist du gar jung, keine Ahnung. Also, ich bin weit älter wie ich. Wie du. Ich bin weit älter wie ich. Oh mein Gott. Soll auch vorkommen. Du bist 47 und fühlst dich wie 27. Ja, das ist wunderbar. Das will ich in 9 Jahren auch mal sagen können. Gut, ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr wie 38. So, wie schaut's aus? So, er kommt an und beginnt jetzt mit der ersten Lieferung. Okay, wenn die erste Lieferung oben ankommt, dann können wir Hitze da oben erzeugen. Aber wir brauchen natürlich auch Bretter. Wir brauchen mehr Bretter oben. Ich habe jetzt nicht ganz so viel hier, aber 50 kann ich abzweigen. Moment, der hat 50 an Bord. Und er muss nochmal 50 mitnehmen. 100, wir brauchen 100 da oben. So, bring mal die 100 Bretter da nach oben. Auf Kurs. 32 und 40 wie 60. Ja, also Gottchen, dann bist du sogar 6 Jahre jünger wie ich. Aber gut, das ist jetzt keine Generation Unterschied, deswegen kann man schon sagen, wir gehören jetzt nicht zu den Alten, wir sind aber auch definitiv nicht mehr jung. Das kann man festhalten. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich weiß noch, wie es mir vor der 30 gegraut hat, in Anführungsstrichen gegraut, das war jetzt nicht übertrieben so, aber ja, dann war es 30 und dann war der Tag der gleiche wie davor. Deswegen
ist mir die 40 relativ egal. Das, in dem Fall kann man wirklich so blöden Satz sagen, ist nur eine Zahl. Irgendwann kann man das nicht mehr sagen. Wenn es dann die 70 oder die 80 wird, dann kann man nicht mehr sagen, ist nur noch eine Zahl, weil dann ist man wirklich alt. Hast du mal die Clips gesehen, wo meine Knie knacken? Nee, habe ich tatsächlich nicht angeguckt, aber meine Knie knacken schon immer. Ich weiß nicht, ich habe zu wenig Gelenkflüssigkeit in den Knien oder irgendwas mit Knorpel oder was auch immer. Auf jeden Fall knackt es bei mir ständig. So, jetzt haben wir die erste Lieferung bekommen. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, hier die Heizung hochzuziehen und die ersten paar Häuser noch. So. So. Das bedeutet, jetzt ziehen mal die ersten ein. Jetzt muss ich nur echt überlegen, wie ich das mit den Lampen mache. Das wird jetzt noch eine größere Sache. Die Lampen hier hochschippern. Es ist Kohle da. Ach, hier kommt die erste Kohle, okay. Moment. Erwarte neuen Kurs. Du kannst doch nicht alles ausladen, dann machen wir hier noch ein Haus hoch, dann kannst du ja alles ausladen, so. Propeller dreht okay. In sich. So, raus damit. Moment, das aufzurüsten kostet... Ja, komm, einmal aufrüsten. Höhe stabil. Dann fliegst du hier wieder runter. So, ich muss jetzt hier meine Lampenproduktion steigern. Lampenproduktion, wie gesagt, ist mehr Walöl allen geht es schon viel besser. Und Messing. Messing bringe ich ja von unten hoch, da muss ich dann wohl noch ein bisschen was oben drauf hauen. Walöl müssen wir gerade mal gucken, ob ich da genügend da habe. Bin mir nicht ganz sicher. Genügend Walöl habe. Und landwirtschaftliche Landwirtschaft. Walfang ist Landwirtschaft. Das müssen wir mal im Cem Özdemir erzählen, der neue Landwirtschaftsminister werden wird. Dass er Walfang bitte wieder legalisiert, weil es ist eindeutig Landwirtschaft. Und wenn er uns nicht glaubt, dann soll er eine Runde Anno 1800 spielen, da kann er es schwarz auf weiß sehen. Hier im Reiter landwirtschaftliche Produkte taucht Rentierfleisch auf, Robbenfelle und auch Walöl. Gänsefedern auch und selbst Bärenfelle, also Eisbären darf man auch jagen. Also Cem Özdemir, Herr Özdemir, falls Sie vorbeischauen, hier haben Sie es schwarz auf weiß. Denken Sie mal drüber nach. Okay, wir müssen jetzt noch mehr Walöl produzieren. Gibt es da nicht irgendwie ein Item, wo ich das hier jetzt erhöhen kann? Moment, ich habe doch hier aufgepasst. So ein Quartier, genau. Der Erste, der hier ausrutscht. Ach, ich habe schon eine Inuit-Jäger drin. Arbeitskraft reduziert. Hier muss es doch jetzt bestimmt irgendwelche Items geben, die Produktion erhöhen. Du ein Jäger bist oder ein Plünder. So, beeinflusst Entdeckerbehausung und Technikerbehausung. Verringert Verbrauch von Pemmikan. Her damit, her damit. 12 Minuten. Schiff, Schiff, Schiff. Schnell ein Schiff, bitte. Propeller drehen sich. Das kostet zwar 100.000, aber das will ich haben. Das will ich haben. So, was haben wir noch? Gänseflamm Husky Farm, das haben wir ja schon. Einfluss Rentierjagdhütten und Bärenjagdhütten. Produktivität hoch, aber Unterhaltskosten auch. Das war die Robbenfänger, das kennen wir auch schon. Chemikanräucherei, Produktivität plus 40 Unterhaltskosten. Oh, das wäre auch. Auch nicht so schlecht. Gut, aber die Produktivität erhöht bedeutet ja im Umkehrschluss. Das ist jetzt immer so eine Frage. Weiß das jemand? Ist jemand so weit Anno-Experte, um mir das jetzt zu beantworten? Wenn die Produktivität erhöht wird, macht der dann aus einem anstatt einem 1,4 oder braucht er dann auch 1,4, um 1,4 zu machen? Sieh mir fest in die Augen. Ganz fest. Du fühlst dich so müde. Müde. Hakos elektrische Drechselbank beeinflusst alle Schreinereien und Wanzerholzfällerhütten. Produktivität plus 50.
Arbeitskraft runter. Eine Abholaufgabe. Ja, komm, mach mal. Bitte pünktlich. Ich habe eine Taschenuhr. Ja, in bezüglich auf welche Frage jetzt? Also, brauche ich auch höhere Eingangsressourcen oder kommt einfach nur mehr hinten raus mit der gleichen Menge der Eingangsressource? Der Tank muss wasserdicht sein, sonst schützt er nicht. Aber das würde trotzdem bei drei Pemmikanen bedeuten, ich kann eins mehr. Okay, ich kaufe das Ding auch. Handeln. Das sind 300.000. Jetzt geht mir so langsam das Geld aus. Jetzt muss ich aufpassen. Also noch habe ich, aber. Du hast keine Ahnung. Oh. Klingt wie eine Diskussion über Verdauung. Nee, aber das ist ja. Nee, aber es ist wirklich eine. Ich meine. Ich kann es wahrscheinlich rausfinden. So, Moment, wir beladen die Zwickzange neu. Man kann es wahrscheinlich rausfinden, indem man es einfach beobachtet. Aber ich dachte, es weiß vielleicht halt. Handeln, bitte. Es weiß vielleicht jemand. So, dann King William, bitte. Weil das ist schon entscheidend. Ich meine, beides bringt was. Aber geiler wäre es natürlich, wenn die einfach besser laufen. Aber dann wäre jetzt. Moment, dann wäre es wahrscheinlich nicht Produktion erhöht, sondern dann wäre es wahrscheinlich das, was ich meine. Also wenn er bis er 1,1 macht und dann 1 reinbekommt und 1,4 rauskommt, das ist ja die Effizienz erhöht und nicht die Produktivität. Also brauche dann auch mehr. Aber wenn ich das Item hier platziere, geschickt, so dass die drei da drunter liegen, aber dann muss ich hier vier Hütten verschieben, weil so eine dämliche, na wo sind sie? So ein dämliches Quartier ist nämlich zu groß. Gut. Moment, wir machen jetzt hier mal einen Weg, vielleicht kann ich die ja hier irgendwie platzieren. Okay, hier kann ich zwei platzieren. Hier wahrscheinlich keins mehr. Nee, hier keins mehr. Können wir hier vielleicht noch eins platzieren? Ja gut, da oben könnte ich. Ich glaube nämlich, wenn ich die vier hier verschiebe, also hier kann ich noch ein Haus hinpflanzen. Man sieht, allen geht es schon hier viel geht besser. Eins hin. Hier kann man noch eins hinmachen und hier kann man eins hinmachen. So. Erwarte neuen Kurs. Das war der hier, oder? Ne, der verringert den Verbrauch und ne, den brauche ich unten. Aber den hier kann ich hier lassen. Das Item hier lassen. Und der verringert den Rauf und Pemmikan. Das ist natürlich hier unten mächtig. Wenn ich das hier irgendwo in die Mitte hier reinpflanze, dann kann ich ja den Verbrauch richtig runterdrücken. Ah, okay, okay. Gotchi hat hier gerade im Chat die Erklärung aus der Wiki reingestellt. Es ist, es wird effizienter, aber in der Hinsicht, dass die Produktion, als Beispiel, wenn es bisher eine Minute gedauert hat, dann ist bei 10% Erhöhung, ist es dann nur noch 54 Sekunden. Das heißt, es wird schneller. Das wird nicht mehr produziert, sondern es wird schneller produziert. Okay. So, den hauen wir aber jetzt mal hier raus. Wie gesagt, den muss ich dann auch noch irgendwo. Aber ich wollte. Was wollte ich eigentlich für. Ich wollte einen speziell. Ein Konkurrent. Jetzt habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Errichtet. Ah ja, ein Cap Trelawney. Okay, der geht mir so langsam auch ein bisschen auf den Geist. George mich so. Moment, jetzt wollen wir hier aber das Quartier, genau. Lassen Sie hochleben. So, und wenn ich hier jetzt. So, Moment. Da kann ich beide reinmachen. Okay, Wildfänger wird beeinflusst, das ist gut. Und das ist hier völlig falsch. Okay, das bitte wieder raus. Denn hier ist keine Pemmikan-Räucherei, die ist hier oben. Hier kann ich ein Quartier bauen. Moment, das bauen wir einfach hier. Nur einen Weg hinmachen.
Ja, genau. Und wenn ich jetzt hier das hier reinmache, dann habe ich die Produktivität von den drei gesteigert. Dann müsste ich jetzt hier eigentlich jede Menge Pemmikan produzieren. Hab kein Holz mehr. Um das Ding da oben zu versorgen. Moment, Pemmikan, ja, ich versorge es mit Kohle auf. Wie schaut es hier oben aus? Hier scheint, okay, hier hinten ist ein Haus nicht mehr von der mit Wärme versorgt. Dann verschieben wir dich hier hin. Hier kriegst du nur noch Wärme. Okay, wie ist hier die Versorgung? Auf der Insel werden keine Waren. Moment, haben die so wenig Häuser, dass sie noch nichts brauchen? Kann man sich daran gewöhnen? Tatsächlich. Das ist natürlich auch geschickt, dann kann ich die Lager jetzt erstmal auffüllen. Ja, dann lasse ich den jetzt erstmal fliegen. Moment, wie viel haben wir dann auf Lager schon? 60 Pemmikan. Okay, Kohle wird verbraucht. Aber das scheint zu reichen. Das ist schon mal gut. Die Heizung steht doch viel zu nah an der dran. Egal. Gut, jetzt muss ich mich um das Messing kümmern, damit ich mehr Lampen produziere. Also Messing habe ich ja in der alten Welt produziert und schippere das hier nach oben. Also gehen wir jetzt mal in die alte Welt. Und dann schauen wir uns die Messingproduktion mal an, was wir dann noch machen müssen. Hier wird Messing produziert. Das sind die beiden Bergwerke dafür. Hier einmal, glaube ich, Eisenmine und ne, Zink. Zink haben wir hier. Hier war die andere, genau. Hier war die Kupfermine. Und hier war die Messinghütte. 4000 im Minus, ey. Ich muss echt langsam aufpassen. So, Moment. Messing. Wird 1 produziert. Okay, ich. Ah, okay. Wunderbar. Ich kann noch eine zweite bauen. Was brauchen wir denn hier für Arbeiter? 25 Arbeiter habe ich nicht. Aber das ist ja kein Problem. Besser geht immer. Dann lassen wir einfach mal zwei Häuschen aufsteigen. In der Hoffnung, dass ich mir jetzt hier nicht irgendwelche Bedürfnisse zerschossen habe damit. Was mich nicht wundern würde. Okay, man kennt ja Anno. Man will eins, ja, war klar. Ah. War ja klar. Ach, verdammt, ich habe hier keine Bretter. Warum habe ich jetzt auch keine Bretter? Mann, ich habe nirgends Bretter. Oh, jetzt habe ich hier natürlich wahrscheinlich auch kein Schiff, um die Bretter irgendwo durch die Gegend zu schippern. Weil ich nämlich... und ich habe eine Aufgabe vom Willi, die ich nicht ausfülle. Zu viele Sachen gleichzeitig hier. Ich sollte mich... mehr konzentrieren. Also ich habe hier wahrscheinlich kein Schiff. Nee, ich habe kein Schiff übrig. Tatsächlich. Die sind alle... Ein neuer Auftrag. Sind alle beschäftigt. Ich habe null Zwickzange. Komm, wir bauen ein neues Schiff. Auch ein zweites, das ich hier habe. So. Okay, also. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Dann hauen wir die Zeitung noch einmal raus. Einsatz verschlafen, ja, oh, ich glaube, ich muss mal ein bisschen Kaufanreize raushauen. Ungerechtigkeit. Oh, verdammt. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ah, jetzt muss ich so langsam aufpassen beim guten George Smith. 32 noch, nicht, dass der mir den Krieg erklärt, weil dann bin ich tot. Weil ich habe ja so gut wie kein Militär und ich bin auch so ziemlich, ich muss meine Aufgabe von dem erfüllen. Geleitschutzaufgabe, ja. Teilen wir wohl die gleichen Ansichten. 5 bringt mir das. Jetzt sagt mir bitte, dass ich die dort habe, wo ich meine Kriegsschiffe habe. Aber bevor ich das gucke, bin schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich wollte mich ja eigentlich ums Messen kümmern. Man wird immer so leicht abgelenkt. Ich muss hier einen Cut reinhauen. Sonst wird die Folge zu lang. Wir kümmern uns um die George Smith Aufgabe beim nächsten Mal. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.